YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ihr Leute, ihr seht ja schon im Hintergrund, wir haben heute die Foot 19 Headliner Challenge am Start. Passend dazu ist halt auch dieses neue Event gestartet. Viele haben mit Winter Wants to Watches gerechnet oder chinesisches Neujahr, aber es sind sogenannte Headliner-Spieler scheinbar gekommen, die in der Saison jetzt schon stark spielen. Reus zum Beispiel von Dortmund und die jetzt auch ein Upgrade bekommen. Also so ist im Prinzip ein Once to Watch so, Path to Glory mäßig für jede... Ey! Katze. Wie dem auch sei, ist auf jeden Fall so eine Art Once to Watch. So Leute, nochmal neu. Headliner-Spieler wurden released, das heißt im Prinzip Richtung Path to Glory mäßig, die werden auch wieder geupgradet oder wie Once to Watch es halt. Es sind halt Spieler, die in der Saison schon für einen Verein wirklich gute Sachen geleistet haben. Reus zum Beispiel von Dortmund oder meinetwegen dieser Pepe von Lille etc. Und wir gehen jetzt erstmal rein in die Challenge, die wir hier im Hintergrund sehen. Foot 19 Headliner, da brauchen wir mindestens ein Spiel aus der Premier League, maximal Spielspieler mit derselben Nationalität, mindestens drei Ligen, genaue Goldqualität und eine 85er Chemie im Endeffekt. Wir haben jetzt 98er Chemie, das seht ihr jetzt gerade nicht, aber wir haben eine 98er Chemie und eine 77er Bewertung. Haben 11 Spiele auf Loyalität, das heißt ihr bräuchtet mindestens, wir haben einen 87, nee, doch, 87. Dann bräuchtet ihr mindestens 8 Spieler auf Loyalität oder 8 Spieler auf Loyalität, 5 Spieler auf Loyalität, wenn ihr die drei in der Zentrale noch umformt. Ansonsten könnte man hier halt noch Stronglings von einem Verein benutzen, dann sollte es, denke ich mal, auch ohne Loyalität klappen. Oder hier einfach drei Franzosen benutzen, also hier einfach für den Danilo und für den Gradel noch zwei Franzosen benutzen, dann sollte es auch ohne Loyalität klappen. Wir gehen rein in das Ganze, oder ich zeige euch mal ganz kurz die Namen und dann schicken wir das Ganze ab. Wir bekommen dafür ein 25k-Set, ist auf jeden Fall nicht so schlecht und dann haben wir noch einige andere Packs am Start, die wir uns jetzt angesammelt haben von den Rival-Belohnungen. Was war das jetzt genau? Da habe ich mich gerade verlesen, war es noch doch ein anderes Pack? Wir gucken uns auf jeden Fall nochmal ganz kurz die Spieler an. Und ja, jetzt sitzt die Katze hier genau am Stuhl, kann mich nicht bewegen, geil. Ja, wie dem auch sei, wir gucken uns jetzt die Spieler an, haben denn noch die Rival-Belohnungen und die Weekend-League-Belohnungen am Start, plus Top-Partien. Jetzt ist die Katze weggegangen. Ja, jetzt guckt sie mich an. Wie dem auch sei, wir sehen es hier im Hintergrund, unter anderem halt auch Pogba, Sané, Werner, Reus, Sommer, Son, Lala, Pepe, Marquinhos, Ziyech, Alexandro habe ich vorhin vergessen, Sané glaube ich auch, oder wie dem auch sei, Suso, Skriniar, Rashford, Lozano, Dembele, Zapata, Sarabia und Theo Hernandez. Sind sogar drei Spieler im Endeffekt dabei, die ich selber in meinem Team aktuell habe. Gut, Reus brauche ich nicht, da ich den deutlich höher bewerteten Player of the Month, aber halt, ja, Pogba theoretisch habe ich und auch den Theo Hernandez, wobei ich mir bei Theo Hernandez noch nicht sicher bin, ob ich den überhaupt im Team behalten möchte. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie gesagt, muss ich mal gucken. Aber mal sehen. Wie dem auch sei, wir gehen rein in die Packs. Heißt ja im Endeffekt auch nichts. Ich würde damit nur sagen, die könnte ich theoretisch upgraden dann. Aber ja, dafür müsste ich die erstmal vielleicht auch in den Untrade-Packs dann ziehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt schon sehr gering. So, erstes Pack war ein Jumbo-Gold-Pack, ist jetzt nicht das krasseste, jetzt machen wir das Goldspieler-Pack hier noch auf. Da ist halt auch nur ein Rare-Spieler drin und ich denke mal, die sind auch alle Walkouts. Also brauchen wir halt mindestens einen Walkout, wenn wir einen von denen ziehen wollen, das sollte schon mal klar sein. Aber da kriegen wir jetzt erstmal Bernard, ist in Ordnung. Mal gucken, was wir in den nächsten Packs so noch bekommen. Oh, Alcacer denn hier noch drin, da seht mal einer, na schau mal einer an. Ja, ansonsten nehmen wir das alles mit. Junuzovic hier, der ehemalige Bremer. Und dann gucken wir, was wir noch haben. Jumbo Goldspieler, Premium Goldspieler Pack hier. Okay, dann machen wir das 2-Spieler-Pack auf und das seltene Elektrum-Spieler-Set dann noch. Und dann starten wir mit den 15k-Sets rein, also mit den Special-Packs, mit den ersten so richtigen Special-Packs. Und ja, ich würde sagen, das Pack war jetzt nichts, aber da war auch nichts groß zu erwarten, muss man sagen. Deswegen gehen wir rein ins Elektrum-Spieler-Set, in klein, ist halt auch nur ein Rare-Spieler drin und davon sind drei Goldspieler auch nur, von 6 Spielern sind 3 nur Gold und einer insgesamt ist Rare, das hätte auch ein seltener Silberspieler werden können, wir kriegen immer einen Dalbert, aber, ja, wie gesagt, die Packs sind halt jetzt noch nicht so krass gewesen, dass man da, weiß ich nicht, was draus hätte erwarten können. Wir gehen rein in die 15k-Packs, die haben sogar dieses Special-Design, finde ich auf jeden Fall mega nice. Ist auf jeden Fall mal wieder was Neues. Ja, jetzt sich wieder mal was einfallen lassen. Jetzt kann man wieder sagen, wieder ein Pack-Event. Ist es halt auch wirklich. Achso, es gibt übrigens noch dem hierbei als wöchentliche Belohnungen.
wenn man, ich glaube, 5 Spiele oder so mit 11 Goldspielern, 11 Bundesligaspielern gewinnt, in Rivals, glaube ich. Ja, genau, jetzt sind ja auch die 15 Carpex Untrade, wie man sieht. Muss ich wieder aufpassen, dass ich das alles umtausche. So, jetzt gehen wir rein ins zweite 15 Carpex. Und ja, da ist wieder kein Walkout drin. Also ich will wenigstens einen Walkout heute kriegen, aber ich bin mal gespannt, ob es überhaupt was wird. Es wird nicht mal ein Bildschirm. Macht die Katze ihr Theater? Ich fasse es nicht. Ja, nehmen wir alles mit. Ansonsten, ja, das dürfen wir jetzt wieder alles umtauschen hier. Und ja, den meisten Stuff davon haben wir schon. Ja, haben wir nicht wirklich alle drei Verbrauchsobjekte schon gehabt? Hat sich ja richtig gelohnt, die umzutauschen. Wie dem auch sei, wir gehen rein in das 25k-Pack, das seltene Goldpack, aber glaube ich, ist das schlechteste von denen. Kann man im Endeffekt nie vorher sagen, weil jetzt alles luckbasierend ist, aber ich mag die 25k-Packs, also diese 25k-Packs nicht so sehr wie die anderen in dem Sinne. Wobei ich die anderen jetzt auch nicht so geil finde, bin ich ehrlich. Aber ja, die sind halt nochmal schlechter, finde ich. Auch wenn die theoretisch das Potenzial haben, weil es gab schon Pack, wo diese ganzen Sachen hier auch Spieler noch hätten sein können, so. Und dann ist es gefühlt so ein halbes 50k-Pack, aber ja, oh jetzt ganz stark. Aber ja, ist halt hier jetzt nicht der Fall gewesen und generell, wie gesagt, ich mag die Packs jetzt auch nicht so doll. Ja, machen wir das nächste 25k-Pack auf, diesmal das, wo nur Spieler drin sind. Natürlich kein Walkout, wer hätte es anders gedacht. Der erste Bildschirm wäre langsam mal schön, aber das kriegen wir hier scheinbar auch nicht hin. Das ist schon ganz schön hart hier eigentlich, aber egal. Ist dann halt so. War ja auch nicht groß anders zu erwarten, wenn man ehrlich ist. Begovic, Pedro. Ja, nehmen wir alles mit, aber am Endeffekt bringt uns das eh nicht viel. 45k-Pack, let's go. Mal gucken, vielleicht bringt das ja den ersten Walkout, obvious nicht. Wenigstens den ersten Bildschirm soll es bringen und da ist er auch. Let's go. Frankreich, Seto Empaillet, oh Fekir, nice, okay, ein 85er, das ist auf jeden Fall sick. Nimmt man auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit, würde ich sagen. Und ja, mal gucken, vielleicht könnte er ja noch ein, zwei 84er hinter sein, leider nicht, aber immerhin Fekir und ein 83er mit dem guten Ralle Fährmann. Von daher ganz gut. Und dann gehen wir rein in das Jumbo Premium Goldspieler Pack. Ist, glaube ich, das, was wir jetzt eben bekommen haben, ne? Weil, oder haben wir das 25? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Oh, ne, ich glaube, das war. Ja, doch, wir haben jetzt ein 25k-Pack aus der Challenge bekommen, weil das gab es, glaube ich, gestern bei den Top-Partien. Ja, ich bin jetzt auch schon. Also, ich habe jetzt auch gerade ein bisschen gepennt gehabt, bevor das Ding hier kam. Deswegen bin ich ein bisschen verpeilt. Aber ja, ich denke, man merkt's. Wie dem auch sei, wir gehen rein in die 50k-Packs oder na, erstmal in die 35k-Packs, die warum auch immer nicht dieses Special-Design haben. Soll mal einer verstehen. Es wird natürlich wieder mal kein Walkout. Ja, die sind jetzt alle nur untrade. Also auf jeden Fall die beiden 35er und die beiden 50er sind untrade. Immerhin jetzt jemand 83er wieder mal. Aber ja, bringt alles in allem jetzt auch nicht so viel, muss man ehrlich sagen, wenn du nur 83er ziehst hier. So. Haben wir hier Piszczek auch neu gezogen und ansonsten wieder viele Mitarbeiter, die jetzt im Prinzip nicht viel bringen, wenn man sie tauscht, aber besser als gar nichts. Und ja, deswegen will ich wenigstens hier das Maximum noch rausholen, weil wir ziehen ja so normal eh schon nichts. Aber egal, let's go. Zweites 35k-Pack und wir kriegen mal wieder keinen Walkout. Es ist halt echt bitter, Leute. Es ist halt echt bitter. Immer in einem Bildschirm, let's go. Portugal. Ey, back-to-back Bruno Fernandes zu ziehen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, im Verhältnis so ein Dings zu ziehen oder ein Walkout generell zu ziehen? Das wüsste ich gerne mal. Jesus haben wir immerhin drin, noch ein 83er. Gut, den brauchen wir jetzt vorne nicht tauschen. Ich denke, wir wissen, dass wir den schon untrade haben. Ansonsten den nicht. Lengley haben wir natürlich auch. Ach, jetzt habe ich das gemacht. Lengley habe ich natürlich auch schon untrade doppelt, hat man ja gesehen. Das ist natürlich auch wieder wunderbar. Eieiei. Wie dem auch sei. Wir gehen rein in die letzten 4 Packs. 250k-Packs, die auch noch untrade sind. Mal gucken. Wir kriegen natürlich immer noch keine Walkouts. Ich meine, das wäre zu viel verlangt hier. Sollte klar sein. Immerhin in Inform. Wow. Brasilien, ZOM. Das ist der gute Carlos Eduardo. Obvious ja nicht der, der bei Hoffenheim gespielt hat. Aber trotzdem einer, ja, den man mitnimmt, ist jetzt nicht schlecht. 82er Inform geht klar. Brasilien kann man gut verlinken, denke ich mal. Für irgendwelche SBCs ist es nicht so schlecht. Giuliano dann auch noch dahinter. Das ist sogar ein Strongling, ne? Genau.
Da seht ihr, da haben wir einen Strongling hier gezogen, der jetzt auch nicht so häufig zu ziehen ist und der jetzt auch nicht für SBCs so schlecht ist, muss man sagen. Von daher geht das schon fit. Aber wir ziehen jetzt hier auch safe keinen Walkout und das geht dann, finde ich, nicht mehr fit, weil irgendwann würde ich jetzt gerne mal einen Walkout ziehen. Let's go, wir müssen uns nur beschweren. Ist ein normaler, ist aber auch vollkommen in Ordnung. Nehme ich erstmal mit Pjanic. Let's go, den habe ich nicht. Den habe ich jetzt abgegeben schon als untradable Spieler. Den hatte ich ja letzte Woche untrade gezogen. Jetzt ziehe ich ihn wieder, habe ihn aber schon abgegeben. Von daher bin ich da konform mit. Auch wenn es halt wieder vom Rating her einer der schlechtesten Walkouts ist. Die Informs mal ausgelassen, ist er mit der zweitschlechteste Walkout, den man kriegen kann wahrscheinlich. Matuidi ist nur schlechter vom Rating her. Aber egal. Wir nehmen es mit. Wir nehmen es mit, sollte klar sein. Mal gucken, was da sonst noch hinter sich verbirgt. Noch ein Inform und ein 82er. Und dann ist es auf jeden Fall solide, würde ich sagen. Da kann ich auf jeden Fall irgendwo mit diesem 50k-Pack leben. So, wir haben jetzt hier nochmal drei Spieler, die immerhin noch untrade. Die ich noch nicht untrade hatte. Und dann kommen wir zu den beiden letzten Packs. Die sind natürlich tradable, meine Gold 1 Belohnungen. Ich weiß auch nicht, wann ich da zuletzt mal einen Walkout rausgezogen habe. Man sieht, sie sind einfach. Die sind einfach scheiße. So, du kannst. Ich kann mich nicht mal freuen, wenn ich Gold 1 komme und 200 Carpex kriege. Oh, Semedo ist nice. Okay, der ist sick. Zwar kein Walkout, aber sick. Ich kann mich trotzdem nicht mal freuen, weil ich weiß, dass ich in den 100 Carpex keine Walkouts ziehe. Das war zu dem Team of the Year so. Das war die 2 Monate davor auch so gefühlt. Also keine Ahnung, weil ich den letzten Walkout aus meinen Weekend League Belohnungen gezogen habe. Aber er ist immerhin so an die 40k wert, wie es scheint. Von daher nehme ich den sehr, sehr gerne mit. 85er, Dzeko, 84er, Mkhitaryan und 83er David Luiz sind dann auch solide Spieler, die sich dahinter noch verstecken. Und ansonsten war es kein schlechtes Pack, würde ich sagen. Wir kriegen einen Spieler, der 40k wert ist in Semedo. Wahrscheinlich dann der beste Non-Walkout-Inform. Und ansonsten dahinter noch ein paar higher-rated Spieler. Von daher kann ich damit einigermaßen leben, wenn wir jetzt hier nochmal einen Walkout ziehen. Und das ist so lächerlich, Alter. Ich ziehe aus meinen fucking Gold 1 Belohnungen einfach keine Walkouts. Ibra ist ein 85er, ist per se in Ordnung, aber nicht dafür, wenn ich jetzt überlege. Ich bin ja jetzt nicht immer Gold 1 gekommen. Ich bin jetzt in letzter Zeit öfter Gold 2 als Gold 1 gekommen, aber trotzdem. Ich habe jetzt aus den letzten 2 Monaten oder aus den letzten 3 Monaten, von den letzten 12 Wochen, sagen wir mal, ich bin 5 mal Gold 1 gekommen. Das sind 1000 Carpacks. Habe ich nicht einen einzigen Walkout gehabt. Würde ich so unterschreiben. Bin ich mir relativ sicher, dass das so war. Also es ist absolut lächerlich. Vielleicht bin ich sogar noch öfter Gold 1 gekommen. Also ich habe auf jeden Fall locker seit 3 Monaten keinen Walkout mehr in den Weekend League Belohnungen gezogen. Ibrahimovic und Tolisso haben wir hier mal noch drin als higher rated Spieler und ansonsten dahinter auch nichts mehr. Und damit würde ich sagen, Leute, war es das hier auf jeden Fall von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.